Beim letzten Meisterschaftsspiel wurde Manuel Ortlechner, der Kapitän der Meisterelf von 2013, verabschiedet. Allerdings, es ist nur ein Abschied von der Profimannschaft. Manuel Ortlechner bleibt der Wiener Austria erhalten. Mein Plan war echt, dass ich eigentlich nie mehr gegen die Austria spiele. Das habe ich mir so vorgenommen. Und wenn ich sage, für mich entschließe ich mich dazu, dann halte ich das auch. Es ist gerade viel los bei mir und dann hat sich dann irgendwo auch in Gesprächen die Möglichkeit ergeben, dass ich bei unserer zweiten Mannschaft eine Führungsrolle einnehme. Und das war irgendwo in meinem Plan ist so für die Phase, in der ich mich befinde, eigentlich der ideale Fall, sodass ich sage, ich kann auch noch weiterspielen und den Jungs noch weitergeben, vor allem auch viel Erfahrung und doch die letzten Jahre einiges miterlebt im Fußball. Und somit ist es auch eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe. Es gibt auch einen privaten Grund dafür, dass du jetzt momentan nicht aus Wien weggehen möchtest, oder? Ja, der Hauptgrund natürlich ist der, warum wir dieses Auslandsabenteuer, das mir immer so am Ende meiner Karriere im Kopf herumgeschwebt ist, warum wir das ad acta gelegt haben. Meine Frau ist jetzt schwanger und genau zu dieser Phase, wo wahrscheinlich sie ein Transfer angebahnt hätte, wäre sie dann hochschwanger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf das habe ich überhaupt keine Lust mehr, dass ich mich da in ein Abenteuer stürze, wo ich dann sage, ja, dann muss vielleicht auch meine Frau irgendwie zurückstecken. Sage ich lieber nein, die Situation, die jetzt ist, ist sowieso die schönste, die es nur geben kann. Und das Thema Ausland, das ist jetzt einmal sehr, sehr weit hinten angeschoben. Manuel Ortlechners neue Position? Eine Schlüsselrolle im Verein, wie Sportdirektor Franz Wohlfahrt erklärt. Ich habe mit dem Orti mehrere Gespräche geführt und habe ihm auch das Angebot gemacht, dass er im Verein integriert bleibt, in einer Position, die für uns sehr wichtig ist, weil wir haben ja, wir wissen ja, in der Amateurmannschaft Regionalliga haben wir sehr, sehr viele junge Spieler und da brauchen wir den einen oder anderen Routinier. Und das ist der Orti der Erste, der gebunden wurde auf weitere 2 Jahre, um in der Amateurmannschaft zu spielen und dort den Jungen zu helfen, am Spielfeld zu helfen und außerhalb vom Spielfeld zu helfen. Außerdem wird er im Juni bereits die ersten Trainerausbildungen starten und auch dann parallel im Nachwuchsbereich fungieren als Trainer bei uns. Und das macht uns natürlich große Freude und das ist auch irgendwo unsere Linie, Philosophie auch im Verein, dass wir solche wichtigen Personen, die lang beim Verein waren und verdienstvolle Spieler sind, dass wir die halten können in anderen Positionen. Ich bin ja sehr froh, dass ich dann zu einer Mannschaft stoßen werde, die ich erstens schon kenne. Ich kenne den ganzen Staff, weil wenn du so lange im Club bist, kennst du ohnehin vom Platzwart bis zum Vorstandsvorsitzenden jeden. Die Jungs kenne ich auch alle, die Großteil, der im Spielfeld dann tätig sein wird. Warum ich mich sehr freue, ich habe schon mal ein paar Tage mittrainiert, wo ich verletzt war, wo die Jungs diese Westtour gemacht haben mit Kapper und Grödig. Und da habe ich gesehen, die können alle super kicken. Also sie stehen ja alle auch für dieses Austria-Spiel, das was jetzt auch gerade wieder so ein Thema ist, für was steht die Austria eigentlich? Und deswegen hat mir das riesigen Spaß gemacht. Da will jeder Fußball spielen von den Jungs. Und deswegen freue ich mich schon auf das. Also wäre das eine andere Mannschaft gewesen, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber in dem Fall ist das ja wirklich lästig, weil da kann man kicken. Trotz allem bist du ja eher am Ende, im Herbst oder vielleicht sogar im Winter deiner Karriere. Aber ich glaube, dir wird auch sonst nicht fad werden. Was gibt es sonst für Pläne? Wir wissen halt, du studierst auf der Wirtschaftsuni. Willst du dich da beruflich auch schon ein bisschen einbringen? Ja, ist natürlich schon so. Du hast das richtig gesagt. Du meinst, das Winter in meiner Karriere. Ich sage, so schlimm ist dann auch wieder noch nicht. Aber natürlich habe ich mich schon in den letzten Jahren auch mit dem Gedanken beschäftigt, was passiert dann einmal danach. Mein Plan war immer so der, einen Art fließenden Übergang herzustellen, deswegen irgendwo auch der Schritt, jetzt bei den Ammersee zu helfen und auf der anderen Seite aber schon auch daran zu basteln, was ich so in meinem Kopf eigentlich habe für meine Zukunft. Sprich, ich starte auch im Juni mit der Trainerausbildung für Berufsfußballer in Österreich. Da gibt es ja ein paar altbekannte Gesichter, die wir da begleiten werden, unter anderem auch Roman Kienast und Michi Madl, die man von der Austria auch kennt. Da werden wir dann im Fahrkampf selber wieder zusammentreffen, das ist das eine. Das andere ist, dass ich ja versucht habe, ein bisschen nebenbei zu studieren auf der WU. Das habe ich jetzt leicht adaptiert. Ich bin da sehr froh, dass ich mit dem Herrn Harreiter, der bei uns jetzt Vizepräsident ist, jemanden habe, so einen Förderer, eine Art Förderer. Und da werde ich eine MBA-Ausbildung machen. Das ist berufsbegleitend, das dauert 3 bis 4 Semester. Da habe ich Gott sei Dank, wie gesagt, jemanden, der mich da auch sehr, sehr unterstützt. Und darüber hinaus wird es wahrscheinlich auch noch eine Art Kooperation mit dem Herrn Harreiter gehen, aber diesbezüglich will ich noch nicht so viele Worte verlieren, weil es ist noch nicht ganz spruchreif und es wird aber eh in Bälde entschieden werden.
Das heißt, ruhig, also Fahrt wird auf jeden Fall nicht werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, ich habe mir dann so überlegt, dann vielleicht ist mir sogar ein bisschen zu viel, weil ab Oktober dann gibt es einen neuen Streichhals im Haus, das kommt dann auch noch dazu. Aber ich bin ja ein Typ, bei mir ist lieber ein bisschen zu viel los, als wie es mir zu fad, und deswegen freue ich mich echt schon auf die neuen Aufgaben und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich das Vertrauen von einigen Personen hier im Club so genieße, dass sie sagen, hey, wir wollen den Ort auch über die Karriere hinaus hier binden und halten. Und wie gesagt, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und das war auch irgendwo immer mein Plan. Und die Austria ist mir mittlerweile so ans Herz gewachsen, dass ich mich schon wirklich brutal auf die Zukunft freue.